Okay, kleiner Szenenwechsel. Ich musste leider die Aufnahme anhalten, weil neben meinem Büro plötzlich eine Bohrmaschine losging, die laut genug war, dass ich meine eigenen Gedanken nicht mehr hören konnte. So, aber jetzt bin ich wieder zu Hause und ich kann das wieder in Ruhe aufnehmen. Wir waren stehen geblieben hier in der zweiten Zeile. Spalte meine ich. Und zwar da, wo der K2 bereit ist, 170.000 für die Bohrmaschine zu zahlen. Gutes Stichwort, Bohrmaschine. So, in der ersten Zeile geht es ja um die Haftung auf das negative Interesse. Was passiert, wenn er an K1 übereignet? Kriegt er weiterhin 100.000? Was passiert, wenn er an K2 übereignet? Der V. Dann kriegt er 170.000 Verkaufserlös. Minus den Schadensersatz von 10.000. Weil es geht ja nur darum, den K1 so zu stellen, als ob er den Vertrag nicht geschlossen hätte. Bleiben dem V also noch 160.000, was deutlich mehr als die 100.000 des K1 sind. Es wird also ein Verkauf an den K2 stattfinden. Allerdings ist es diesmal effizient, denn wir wissen ja, wenn der K2 so eine hohe Zahlungsbereitschaft hat, dann ist es auch effizient, dass die Maschine bei dem K2 landet. Und es entstehen auch keine Nachverhandlungskosten, weil hier kein Spielraum für Nachverhandlungen ist. Wie ist es bei der Haftung auf das positive Interesse? Wenn der V auf das positive Interesse haftet, muss er den vollständigen Verlust des K1 berücksichtigen. Das heißt, er muss dann von den 10.000, von den 170.000 abziehen, die 50.000 entgangenen Gewinne und die 10.000 vergebliche Aufwendungen bleiben dem V noch 110.000, ist immer noch mehr als bei Verkauf an K1. Wir haben also wieder das Ergebnis, dass die Maschine an K2 verkauft wird, was auch effizient ist, und wieder gibt es keinen Spielraum für Nachverhandlungen. Wie ist es, wenn der V auf das stellvertretende Commodum haftet? Wenn also alles, was sich im Vertragsbruch erlangt wird, auch rausgerückt werden muss. Klar, V wird an K1 verkaufen, aber es gibt jetzt doch Spielraum zum Nachverhandeln. Dann würde der K1 kompensiert mit mindestens 60.000 und es könnte sich sogar lohnen für den V, weil er ja durch den Verkauf an K2 70.000 mehr verdient. Also wir haben also Spielraum von 10.000 für Verhandlungen. Hierdurch entstehen Nachverhandlungskosten, weil der V muss den K ja überzeugen, dass er nicht auf die Erfüllung besteht und die Kompensation zu akzeptieren. Entweder landet die Maschine also bei K1 oder es entstehen Transaktionskosten, beides ist ineffizient. So, wie ist der Stand bis jetzt? Wenn wir jetzt mal zusammenfassend die Felder markieren, bei denen effiziente Ergebnisse entstehen, sieht das so aus. Und bis jetzt könnten wir eigentlich als Resultat festhalten, dass das positive Interesse so die beste Allround-Lösung ist, ne? Weil die bis jetzt in beiden Fällen zu einer effizienten Lösung geführt hat. Wie gesagt, wir haben gesehen, dass die Haftung auf das positive Interesse in beiden Fallvarianten effizient war. Haftung auf das stellvertretende Commodum nach 285 BGB war in einer Variante ineffizient. Und die Frage ist jetzt, ist 285 BGB also aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll? Heißt das etwa, dass das deutsche Recht so ausgestaltet ist, dass in einem normalen Vertrag die Regelung des 285 immer wieder abgedungen werden müsste? Wie ist das denn in konkreten Verträgen? Es kommt tatsächlich nicht so oft vor, dass im Vertrag steht, dass statt 285 Haftung auf das positive Interesse gelten soll. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt in der dritten Fallvariante an. Wie ist es denn im dritten Fall?
bei der Haftung auf das negative Interesse. V hat immer noch die zwei Varianten, entweder an K2 zu übereignen, also nee, im Ergebnis übereignet er hier an K2. Das muss ja genauso sein wie bei der B. Oder er verhandelt nach, weil es ist ineffizient, denn wir wissen ja, dass die Maschine eigentlich bei K1 landen sollte. Auch bei der Haftung auf das positive Interesse kommt das raus. Das können Sie sich ja selber nachvollziehen. Und wenn wir jetzt aber Haftung auf das stellvertretende Kommodum annehmen, dann kommt tatsächlich das effiziente Ergebnis raus. Der V übereignet an K1 und es gibt keinen Anreiz zum Nachverhandeln. Wogegen die Haftung auf das positive Interesse zu einem ineffizienten Ergebnis führt. Das heißt, in der Übersicht sehen wir jetzt, dass keine der drei Schadensersatzregeln in allen drei Fallvarianten effizient ist. Ich denke, was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass die Haftung auf das negative Interesse nie strikt besser ist als irgendeine andere Haftungsregel. Das heißt, die sollten wir eigentlich so gut wie nie in Verträgen sehen. Genau. Das ist das nochmal bildlich ausgedrückt. In der ersten Spalte ist Haftung auf das negative Interesse strikt schlechter. In der zweiten Spalte ist es egal, ob wir negatives oder positives Interesse haften. Und in der dritten Spalte ist es wieder egal, ob negatives oder positives Interesse. Also hier geht es nur um den Vergleich zwischen negativem und positivem Interesse. Und wir sehen, Haftung auf das negative Interesse ist nie strikt besser. Und deswegen sollte es auch eigentlich nie in Verträgen vorkommen. Wenn wir die Haftung auf das positive Interesse jetzt vergleichen mit der Haftung auf das stellvertretende Kommodum, sehen wir, dass die Haftung auf das positive Interesse in der zweiten Fallvariante besser ist und dass die Haftung auf das stellvertretende Kommodum in der dritten Fallvariante besser ist. Es gibt also keine klare Antwort hier. Es kommt also darauf an, welche Fälle häufiger sind. In Fallvariante A sind beide Regeln gleich gut, in Fallvariante B, wo keine nicht beobachtbaren Schäden vorhanden sind, ist die Haftung auf das positive Interesse besser. Denn ein Vertrag wird hier nur gebrochen, wenn dadurch alle drei Beteiligten bessergestellt werden. Und in Variante C, wo nicht beobachtbare Schäden vorkommen, ist die Haftung auf das stellvertretende Kommodum besser. Und jetzt sehen Sie auch, wodurch der Fall C wirklich gekennzeichnet ist, nämlich durch die nicht beobachtbaren Schäden. Ja, denn wir hatten ja angenommen, dass der Reputationsverlust des K1 nicht nachweisbar ist. Das heißt, in einem vollständigen Vertrag würde je nach Situation entweder die Haftung auf das positive Interesse oder die Haftung auf das stellvertretende Kommodum vereinbart werden. Und der deutsche Gesetzgeber ist jetzt davon ausgegangen, dass Fälle mit nicht beobachtbaren Schäden, in denen der Vertragsbruch also ineffizienterweise stattfinden könnte, relativ häufig sind. Und daher haben wir 285 BGB. Im Gegensatz dazu im amerikanischen Recht wird eher davon ausgegangen, dass der Normalfall die Haftung auf das positive Interesse ist. Ne? Also da wird davon ausgegangen, dass wir eher alles beobachten können. So, das alles, was wir uns bis jetzt zu effizientem Vertragsbruch überlegt haben, können wir noch verallgemeinern. Was wir bis jetzt angeschaut haben, sind Spezialfälle und alles nur exemplarisch. Der effiziente Vertragsbruch ist ein Beispiel dafür, wie wir einen vollständigen Vertrag rekonstruieren können. Dabei müssen wir uns überlegen, was die möglichen unterschiedlichen Regelungen im vollständigen Vertrag sein könnten, welche Auswirkungen das auf das Verhalten der Parteien hat und dann welches Verhalten die Parteien am liebsten induzieren möchten. Das ist das, was wir uns in den letzten Sitzungen in Bezug auf Leistungsstörungen angeschaut haben und heute in Bezug auf effizienten Vertragsbruch.
verallgemeinert haben wir es beim Thema des effizienten Vertragsbruchs mit einem Spezialfall auseinandergesetzt, eines allgemeineren Phänomens. Das war jetzt ein komischer Satz, ne? Das, was wir uns angeschaut haben, war ein Spezialfall. Und verallgemeinert geht es hier um Opportunismus. Damit ist gemeint die Ausbeutung einer Vertrauensposition, also ein Verhalten, das auf Kosten der anderen Seite eigene Vorteile sucht. Ich denke, das ist intuitiv verständlich, aber das ist auch ökonomisch mit Opportunismus gemeint. In den Sitzungen zur Spieltheorie hatten wir schon das Vertrauensspiel kennengelernt, wo der A dem B entweder vertrauen kann oder misstrauen. Und wenn er dem B vertraut, entsteht eine Geschäftsbeziehung. Und der B kann jetzt entweder ehrlich sein oder den A ausbeuten. Okay? Und wir hatten über Rückwärtsinduktion gesehen, dass die beste Antwort des B auf der zweiten Stufe ausbeuten war. Und die beste Antwort des A darauf war in der ersten Stufe zu misstrauen. Okay? Und wir hatten gesehen, dass hier keine Kooperation zustande kommt, auch wenn gesellschaftlich gesehen Kooperation wünschenswert wäre, ne? Hier. Das schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an. Ein klassischer Fall des Opportunismus sind die sogenannten spezifischen Investitionen. Worum geht es hier? Da investiert jemand im Vertrauen darauf, dass der andere einen nicht ausbeutet. Und ausbeuten kann der andere einen nur, wenn die Investitionen nur mit dem anderen zusammen verwendet werden können. Die Investitionen also nirgendwo außerhalb dieser Geschäftsbeziehung produktiv eingesetzt werden kann. Keine Angst, wir werden uns noch ein paar Beispiele dafür anschauen, was in welchen Fällen spezifische Investitionen relevant sind, ne? Aber ich denke, bei dem Eingangsfall sehen Sie schon, da haben wir spezifische Investitionen, dadurch, dass der Sockel wirklich nur einen Wert hat, wenn er mit dieser spezifischen Bohrmaschine zu einer spezifischen Zeit benutzt wird. Das schauen wir uns jetzt nochmal genauer spieltheoretisch an, in dem Vertrauensspiel. Angenommen haben wir hier, dass der Investor eine sehr schlechte Verhandlungsposition hat. Der Investor weiß, er kann seine Investition nur zusammen mit dem O produktiv nutzen. O ist der zweite Spieler, der Opportunist. Dadurch hat der O natürlich die viel bessere Verhandlungsposition, als wenn der I, der Investor, problemlos mit seiner Investition woanders hingehen könnte. Wie sieht das genau aus? Investor und Opportunist können potenziell gemeinsam etwas produzieren. Voraussetzung dafür ist, dass der Investor Kosten von 4 aufbringt. Daraus ergibt sich dann ein Bruttoertrag von 6, wenn beide gemeinsam produzieren. Macht unterm Strich einen Gewinn von 2. Klar, 6 minus 4. Auf der ersten Stufe schließen also I und O einen Vertrag, wobei der I eine spezifische Investition aufbringt, also eine Investition, die er anderweitig nicht verwenden kann. Nach dieser Investition hat der O 2 Möglichkeiten. Er kann entweder ehrlich sein und sich mit dem I die Gewinne teilen, er kann aber auch opportunistisch sein und sagen, er will die Hälfte der Bruttoerträge haben und wenn nicht, dann geht er halt weg. Daraufhin kann der I wiederum entweder in der Geschäftsbeziehung bleiben oder die Partnerschaft verlassen. Und die Auszahlungen sehen entsprechend so aus. Wenn wir im rechten Teil sind, der O also ehrlich war und es nur um Gewinnteilung geht und der I dann auch in der Geschäftsbeziehung bleibt, dann teilen sich die beiden den Gewinn von 2 und kriegen beide 1. Wenn der Investor geht, obwohl der O ehrlich war, dann bleibt der Investor auf seinen Investitionskosten von 4 sitzen, hat also eine Auszahlung von minus 4. Und dem O geht es nicht besser und auch nicht schlechter. Der hat Auszahlung von 0.
Wenn wir an der linken Seite sind, der O also opportunistisch war und der I sich entscheidet zu bleiben, dann was haben wir dann? Der O zwingt ja den I dazu, den Bruttoertrag mit ihm zu teilen. Das heißt, der O hat auf jeden Fall die Hälfte des Bruttoertrags, die 3, also die Hälfte von 6. Was bleibt dem I dann noch? Naja, er hat seine ursprünglichen Investitionskosten von minus 4 gehabt und die Hälfte des Bruttoertrags jetzt noch von 3 macht immer noch eine negative Auszahlung von minus 1. Okay? Wenn der I geht, ist es genauso wie eben. Er bleibt auf seinen Investitionskosten sitzen und dem O geht es nicht besser, noch nicht schlechter, weil er keine eigenen Kosten hatte. Dann haben wir jetzt noch die rechte Seite ganz rechte Seite des Spielbaums verschwiegen. Denn der I kann ja ganz am Anfang auch einfach sagen, mit dem O will er überhaupt gar keinen Vertrag abschließen. Dann sind beide Spieler in ihren Auszahlungen unverändert, haben also beide 0. Das Ganze gehen wir jetzt mit Rückwärtsinduktion an. Sie können also gerne die Aufzeichnung jetzt anhalten und schauen, ob Sie das Gleichgewicht alleine bestimmen können. Ich mache jetzt weiter. Auf der letzten Stufe links entscheidet sich der I zwischen, also wir sind jetzt hier, zwischen minus 1, wenn er bleibt, und minus 4, wenn er geht, wird also bleiben. Auf der letzten Stufe rechts entscheidet sich der I zwischen 1 und minus 4, entscheidet sich also wieder dafür zu bleiben. Auf der Stufe davor entscheidet der O sich zwischen Opportunismus und Ehrlichkeit. Bei Opportunismus rechnet der O mit einer Auszahlung von 3, denn er weiß ja, dass er I bleiben wird. Okay, da hat er O 3. Bei Ehrlichkeit rechnet der O mit einem Payoff von 1, denn er weiß auch hier, dass er hier bleiben wird. Also hätte der O 1. Der O entscheidet sich also zwischen 3 und 1, findet 3 besser, entscheidet sich also für Opportunismus. Auf der Stufe davor entscheidet sich der I entweder für oder gegen den Vertrag. Wenn er sich für den Vertrag entscheidet, weiß er, dass die beste Antwort des O Opportunismus ist und wiederum die beste Antwort des I ist zu bleiben, also hat der I einen Payoff von minus 1. Und das vergleicht er mit dem Payoff von 0, den er hat, wenn er den Vertrag überhaupt nicht schließt. Und findet es eigentlich besser, gar nicht in die Vertragsbeziehung einzugehen. Seine beste Antwort auf der ersten Stufe ist also das hier. Der I entscheidet sich also auf der ersten Stufe gegen den Vertrag. Die Geschäftsbeziehung kommt rationalerweise gar nicht zustande. Und das ist gesellschaftlich gesehen nicht optimal, denn die Auszahlungen könnten ja höher sein. Es würde ein gesellschaftlicher Wert geschaffen, wenn die Geschäftsbeziehung eingegangen wird und die beiden die Investition durchführen. Produktiv durchführen. Aber weil der Investor weiß, dass er ausgebeutet werden könnte und auch wird, wird er sich gar nicht auf diese Geschäftsbeziehung einlassen. Und das ist das Grundproblem der spezifischen Investition. Wir sprechen hier auch in der ökonomischen Literatur von Hold-up, also Überfall, denn ja, das bezieht sich darauf, dass der Opportunist in dieser Konstellation einen Anreiz hat, den Investor quasi zu überfallen, sobald der Investor die spezifische Investition getätigt hat. Zur Erinnerung, spezifische Investition heißt, dass der Investor, sobald er hier in diese Vertragsbeziehung eingeht und seine Investition tätigt, damit nicht mehr woanders hingehen kann. Ja? Also es ist eine Maschine zum Beispiel, die er woanders nicht produktiv nutzen kann. Und deswegen bleibt er auf diesen Kosten sitzen und diesen Umstand macht sich der Opportunist zu nutzen und überfällt den und kann eben einen höheren Teil des Bruttoertrags abschöpfen, als ursprünglich vertraglich vereinbart.
Ne? Schauen wir uns ein paar Beispiele an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was gegen das Problem der spezifischen Investitionen gemacht werden könnte. Erstes Beispiel: Pächter P. hat auf einem gepachteten Grundstück teure bauliche Maßnahmen vorgenommen. Eigentümer E. verlangt plötzlich die doppelte Pacht und droht bei Zurückweisung dieser Forderung den Pachtvertrag zu kündigen. Wie Sie aus dem Sachenrecht wissen, hoffentlich, ich wusste es nicht, sind die fertigen baulichen Maßnahmen Eigentum des Grundstücks Eigentümers. Und jetzt sehen Sie schon die Parallele zum eben behandelten Spiel. Die bauliche Investition des Pächters ist hier spezifisch, weil er sie nicht woanders hin mitnehmen kann. Deswegen ist in dieser Situation der Eigentümer der Opportunist. Und beutet den Pächter aus. Das Ganze kann man auch umdrehen. Nehmen wir folgenden Fall: Eigentümer E hat für Pächter P Änderungen an der Straßenführung zum gepachteten Grundstück vorgenommen, die nur für P von Vorteil sind, für mögliche andere Nutzer desselben Grundstücks aber von Nachteil. P verlangt eine Senkung der Pacht und droht bei Zurückweisung dieser Forderung den Pachtvertrag kurzfristig zu kündigen. Jetzt hat also der Eigentümer eine spezifische Investition vorgenommen, denn diese Investition hat nur Wert in der Beziehung mit dem jetzigen Pächter. Jetzt ist auf einmal also der Pächter der Opportunist geworden. Ich denke, das ist ganz wichtig zu sehen, dass potenziell beide Vertragsseiten in einem Vertrag opportunistisch sein könnten. Noch mehr Beispiele. Arbeitnehmer AN hat sich auf eigene Kosten in der Bedienung einer nur beim aktuellen Arbeitgeber vorhandenen Maschine fortbilden lassen. Der Arbeitgeber ist nicht bereit, jetzt einen höheren Lohn zu zahlen. Der Arbeitnehmer kann diese Investition in sein Humankapital nicht außerhalb dieses Arbeitsverhältnisses nutzen, denn die Maschine steht nur bei diesem Arbeitgeber. Wird also jetzt vom opportunistischen Arbeitgeber ausgenutzt. Ne, denn der Arbeitnehmer bleibt jetzt auf seinen Investitionskosten sitzen. Und die Erträge daraus, nämlich dass er besser mit der Maschine umgehen kann und effizienter geworden ist, die schöpft der Arbeitgeber quasi ab. Umgekehrte Situation: Arbeitgeber AG hat die Ausbildung des Arbeitnehmers vorfinanziert, was durch einen niedrigeren Lohn nach der Ausbildung ausgeglichen werden soll. Arbeitnehmer droht jetzt, zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln, wenn er nicht sofort einen seiner Ausbildung entsprechenden Lohn bekommt. Wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer jetzt einfach gehen lässt, ist seine ursprüngliche Investition, nämlich die in das Humankapital des AN, für den Arbeitgeber verloren. Und das wird der Arbeitgeber natürlich antizipieren und sich am von vornherein nicht bereit erklären, in die Ausbildung des Arbeitnehmers zu investieren, was gesellschaftlich gesehen im Zweifel nicht wünschenswert ist. Ein letztes Beispiel: Eisenhütte E siedelt sich unmittelbar neben der Kokerei K an, um Transportkosten für Koks zu sparen. K verlangt plötzlich vom E einen Preis für Koks, bei dem der E fast indifferent zwischen diesem und anderweitig zugekauften Koks ist. Okay. Hier besteht wieder eine spezifische Investition, diesmal in Bezug auf auf eine geografische Spezifität. Denn die Investition besteht darin, dass der E seinen Produktionsstandort geografisch verlegt hat. Okay? Und sobald er das gemacht hat, kann er es ja nur mit sehr hohen Kosten wieder rückgängig machen. Und das nutzt die Kokerei K dann aus. Wie kann man also mit dem Problem umgehen? Es kann ja gesellschaftlich gesehen nicht wünschenswert sein, wenn Vertragsbeziehungen grundsätzlich nicht zustande kommen, sobald spezifische Investitionen eine Rolle spielen. Und denken bei dem Beispiel mit dem Investitionen in Humankapital, beim Arbeitsvertrag, denken Sie zum Beispiel an das Modell Studium im Praxisverbund. Ich glaube, was es in Kassel auch gibt. Was an vielen Berufsakademien auch gefahren wird. Da zahlen Unternehmen dafür, dass jemand die Universität besucht und nebenbei auch noch eine Berufsausbildung im Unternehmen erhält. Und wie sichern sich die Unternehmen also jetzt ab,
damit die von ihnen bezahlten Leute nach Abschluss der Ausbildung nicht sofort auf den freien Markt abspringen. Klar, die Unternehmen verpflichten die von ihnen finanzierten Leute dazu, nach der Ausbildung bei ihnen zu bleiben. Für einen gewissen Zeitraum. Und die Klauseln sehen in der Regel so aus, dass die Arbeitnehmer eine bestimmte Anzahl von Jahren beim Unternehmen bleiben müssen oder einen signifikanten Teil der Ausbildungskosten zurückzahlen müssen. Das wäre ein Beispiel für eine Lösung über einen durchsetzbaren Vertrag. Okay, also eine vertragliche Lösung. Es gibt noch viel mehr potenzielle vertragliche Lösungen. Eine berühmte vertragliche Lösung ist die der sogenannten vertikalen Integration. Wenn wir also zurückblicken hier auf das letzte Beispiel, Eisenhütte und Kokerei. Vertikale Integration wäre, wenn E und K eine gemeinsame Firma gründen oder der E die Firma K kauft oder umgekehrt. Auf jeden Fall, dass beide in einer Firma auf einmal sind, dann haben wir kein Problem mehr, denn dann haben E und K dieselbe Zielfunktion und werden auf jeden Fall versuchen, die spezifischen Investitionen effizient zu nutzen. Okay? Und ja, so ein Zwischending wäre irgendwas wie ein langfristiger Vertrag, wo der E also versuchen würde, irgendwie so eine Art langfristigen Vertrag auszumachen, über so und so viele Jahre, eventuell mit Abnahme, mit Mengengarantien und so, bevor sich der E neben K setzt. Ne? Das wäre auch ein durchsetzbarer Vertrag. Aber Sie merken schon, ein Standardvertrag funktioniert nicht, sobald spezifische Investitionen eine Rolle spielen. Oft ist es aber nicht möglich, eine Lösung über einen durchsetzbaren Vertrag zu finden. Zum Beispiel, weil man nicht genau beweisen kann, ob denn der Arbeitnehmer sich wirklich hat ausbilden lassen oder ob der Arbeitgeber wirklich eine angemessene Ausbildung bezahlt hat. Das sind Details, über die man sich wunderbar vor Gericht streiten kann. Wir brauchen also noch andere Lösungsmöglichkeiten, zumindest potenzielle. Ups. Und eine Möglichkeit ist die sogenannte Reputationslösung. Der Ausgebeutete könnte zum Beispiel sagen, ich bleibe in diesem Vertrag, auch wenn du mich ausbeutest, aber ich werde nie, nie wieder in einen Vertrag mit dir eingehen. Okay? Natürlich ist so eine Drohung nur dann wirklich glaubwürdig, wenn die Akteure tatsächlich erwarten, dass sie in der Zukunft öfter potenziell miteinander zu tun haben könnten. Es ist also nicht immer anwendbar. Und ein weiteres Problem bei der Reputationslösung ist, was ist, wenn es nur anscheinend Opportunismus war. Okay, wenn der anderen Vertragsseite also ein Fehler unterlaufen ist, wenn jemand versehentlich geht, statt zu bleiben, dann wäre das natürlich mit sehr starken Konsequenzen verbunden. Wenn jemand also fälschlicherweise opportunistisch, wenn jemand nur auf den ersten Blick opportunistisch war, aber es war nur ein Fehler. Und dann wird er dadurch gestraft, dass er nie mehr einen Vertrag bekommt mit dem vermeintlich Ausgebeuteten. Das macht eine Reputationslösung natürlich ineffizient. Ne? Aber grundsätzlich könnte man sich das vorstellen. Was haben wir heute behandelt? Wir haben uns die Theorie des effizienten Vertragsbruchs angeschaut, wie das ausgestaltet werden sollte, wenn nach Vertragsschluss sich eine Situation ergibt, wo in der die Ressource mit doch besser woanders eingesetzt werden könnte. Wir haben das Ganze verallgemeinert im Thema Opportunismus und spezifische Investitionen als einen Fall davon behandelt, spieltheoretisch. Und am Ende jetzt haben wir noch ein bisschen überlegt über mögliche Lösungswege aus dem Problem der spezifischen Investitionen.
Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt der Vorlesung oder der Übung haben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen.